Telefonseelsorge. Bitte sehr. Ring, ring, okay. Ring. Warum die Klingel immer aufgeschrieben wird, so ein Scheiß. Hallo, ring, hallo. Hallo, hier ist die Telefonseelsorge. Alles in Ordnung. Wie? Hier ist die Telefonseelsorge. Wir rufen mal vorsichtshalber uns. Hat jemand Selbstmordabsichten? Um 3 Uhr morgens? Das ist genau die richtige Zeit für sowas. Da sind die meisten Leute gefährdet. Sie zum Beispiel. Sie haben doch offensichtlich Schlafstunden. Andere Leute schlafen um diese Zeit und hängen nicht am Telefon. Sie haben mich doch. Warum sprechen Sie denn so leise? Ich kann Sie kaum verstehen. Es ist wegen meiner Frau. Ich will sie nicht weg. Haben Sie Geheimnisse vor ihr? Das klappt wohl nicht so recht in Ihrer Ehe. Ne? Blödsinn. Natürlich klappt es. Aber Sie haben sich nichts mehr zu sagen, oder? Still und stumm liegen Sie neben ihr im Bett. Verstehen Sie das unter Klappen? Es ist 3 Uhr morgens. Ich weiß. Und während Ihre Frau schläft, notgedrungen, weil Sie ja nichts zu sagen haben, gehen Sie unruhig auf und ab, weil Ihre Probleme Sie nicht schlafen lassen. Sie lassen mich nicht schlafen. Auch jetzt erregen Sie sich. Ein einfacher Telefonanruf erregt Sie. Während Ihre Frau Sie schon seit Wochen kalt lässt. Was? Sie haben offensichtlich einen Haufen Probleme. Wirtschaftliche, sexuelle Gesundheit. Ich bin bei bester Gesundheit. Mit Schlaflosigkeit und Erregungszuständen? Sekunde, bleiben ja. Sie ganz ruhig. Sie sind hochgradig selbstmordgefährdet. Aha. Merken Sie denn nicht, dass Sie am ganzen Leib zittern? Ja. Weil ich seit 5 Minuten im Pyjama auf dem Flur stehe. Was suchen Sie denn da auf dem Flur? Machen Sie nichts Unüberlegtes. Unser Telefon steht nun mal im Flur. Haben Sie Schlaftabletten im Haus? Weiß ich nicht. Wecken Sie Ihre Frau! Meine Frau! Wecken Sie Ihre Frau! Ja! Menschenskind! Sofort wecken! Sie soll die Schlaftabletten in Sicherheit bringen. Machen Sie doch keine Dummheiten. Dann überlegen Sie sich. Das Erlegen kann so schön. Für Sie natürlich nicht. Krank, wie Sie sind. Aber ich hab doch... Verzweifelt. Ich kann depressiv. Doch, aber bitte. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Ich rufe Sie später nochmal an. Nein, ich hätte gerne... Ich muss jetzt Schluss machen. Es ist schon ziemlich spät.